Liebesgeschichten sind oft inspirierend und enden in der Regel mit einem glücklichen Ende. Aber es gibt auch Liebesgeschichten, die tragisch enden können, wie die berühmte Geschichte von Inês de Castro, der einzigen portugiesischen Regenbogenschönheit. Sie wurde zwischen 1320 und 1325 in Galizien geboren und trug den Namen Inês Pérez de Castro e Valadares. Sie war die uneheliche Tochter des Adligen Pedro Fernandes de Castro und eines portugiesischen Adligen namens Aldonça Soares de Valadares. Tatsächlich stammte Inês de Castro von portugiesischen und galegassischen Adligen ab und war auch die Tochter des spanischen Königshauses Castellania. Wie viele andere Adlige wurde auch Inês Mutter der Regenkönigin, in diesem Fall der Infantin Constanza Manuel de Villena, Tochter von Dom Pedro I. von Portugal, dem Sohn und Erben des Königs Alfonso IV. Inês war erst 15 Jahre alt, als sie im Jahr 1340 nach Portugal kam und in das Komitee der Regentin Constanza integriert wurde. Allerdings war Dom Pedro bereits mit der Regenfrau Constanza verheiratet und konnte keine Beziehung zu einer seiner Schwiegermütter eingehen. Wie es bei den meisten realen Fällen der Fall ist, heirateten Dom Pedro und Constanze aus politischem Interesse und nicht aus Liebe. Die Lösung bestand darin, eine geheime Liebesbeziehung mit Inês zu bewahren, die nach dem Tod von Constanze im Jahr 1349 an die Öffentlichkeit gelangte. Dom Afonso strebt nach dem Tod seines Vaters die Unabhängigkeit seines Landes an und bittet seinen Sohn immer wieder, seine Beziehungen zu Inês zu erneuern, hat aber keinen Erfolg mit seiner Romanze. Dom Afonso V. war sich seiner Sache sicher, als die Geschwister von Inês de Castro sich verschworen, um Dom Pedro dazu zu bewegen, den Thron von Castilla und Leao zu übernehmen. Nach dem Tod der Regenfrau Constanza lebten Dom Pedro und Inês gemeinsam, aber nicht mehr zusammen. Im Jahr 1355 beschloss der König Afonso, dass die Anwesenheit von Inês ein großes politisches Risiko für die portugiesische Regierung darstellte und beauftragte sie mit der Ausführung. Daraufhin wurden drei Mörder, Alvaro Gonçalves und Diogo Lopes Pacheco, in das Mosteiro de Santa Clara Aravelha in Coimbra gebracht, wo Inês auf Geheiß von Dom Afonso, der nach einigen historischen Überlieferungen die Mörder bis fort begleitete, inhaftiert wurde. Inês de Castro, die erst 29 Jahre alt war, flehte den König um ihr Leben und das ihrer Kinder an, wurde aber am Rande des Kindergartens getötet und enthauptet. Dom Pedro erklärte, dass er und Inês heimlich geheiratet hätten, um ihre rechtmäßige Ehefrau und Regenfrau zu werden. Dom Pedro beauftragte den Bau von großen Märtyrertürmen für beide im Mosteiro de Alcobaça. Nachdem einige Jahre nach dem Tod von Inês vergangen waren, beauftragte Dom Pedro den Leichnam von Inês aus dem Kloster zu entfernen und die sterblichen Überreste in das Kloster von Alcobaça zu bringen. Im Einklang mit den historischen Schriften forderte Dom Pedro den gesamten Hof auf, seine neue Regenhaut, die auf einem Diademen und königlichen Gewändern geschmückten Thron lag, zu verkünden. Dom Pedro starb einige Jahre nach diesem Ereignis am 18. Januar 1367 im Alter von 46 Jahren und wurde anstelle seiner geliebten Inês getrennt, wobei die Körper von einem zum anderen geflochten wurden, sodass sie am letzten Tag des Jahres nach der Auferstehung der Gerechten in Übereinstimmung mit den kristallinen Gräbern auferstehen und abreisen können. Abgesehen davon, dass einige Abschnitte dieser Geschichte im Laufe der Jahrhunderte romantisiert und sogar verändert wurden und mit Lügen bedacht wurden, ist die Geschichte von Inês de Castro und Dom Pedro eine der berühmtesten der portugiesischen und europäischen Literatur, die die Vorstellungskraft und das Interesse von Menschen in aller Welt beflügelt.